Halleluja, danke, lieb Jesus, dass du uns dein Wort in Hülle und Fülle gibst und beschütze uns vor dem Irrtum und gib die Kraft, dein Buch jetzt einzulesen. Halleluja, dein wunderbares Wort der Wahrheit am frühen Morgen. Halleluja, dein Wort der Befreiung, dein Wort der Heilung. Halleluja, danke, dass du dich auf Golgatha gegeben hast, damit wir alle wieder einen freien Willen haben und in Freiheit in die Liebe gehen dürfen. Halleluja. Danke, dass deine Liebe und deine Wahrheit das Leben ist. Halleluja. Dein Wille geschehe bitte. Amen. Gottes Ringen um die Weltmenschen. Auch den Menschen wendet sich meine Liebe und Erbarmung zu, die sich noch in völlig materiellem Denken befinden, die ihren Erdengang zurücklegen, ohne jegliche geistige Bindung, die nur das bewerten, was ihnen sichtbar und greifbar ist, und alles nicht zu Beweisende bedenkenlos ablehnen. Diese Menschen brauchen nicht gerade schlecht zu sein, sie können einen gerechten Lebenswandel führen, aber sie wehren jeglichem geistigem Zustrom ab, was so viel bedeutet, als dass sie stets auf gleicher Stufe stehen bleiben, dass sie einen ebenen Weg gehen und am Ende ihres Erdenlebens keinerlei geistigen Fortschritt verzeichnen können und der ganze Erdenlauf gleichsam vergeblich für die Seele, für das, was nach dem Leibestode bestehen blieb. Es braucht die Seele, sich also nicht rückschrittlich entwickelt zu haben, und dennoch hat sie keinen Erfolg zu verbuchen. Sie geht im gleichen Reifezustand in das jenseitige Reich ein, in dem sie das Erdenleben begonnen hat. Und auch dort wird ein Aufstieg für solche Seelen schwer sein, weil ihr Ablehnungswille jeder Belehrung gegenüber noch ebenso stark ist wie auf Erden. Zudem sind auch ihre Gedanken verwirrt. Sie weiß nichts von ihrem leiblichen Tode und sie kann also selten nur durch Belehrung geistiger Freunde zu anderem Denken gebracht werden, weil die Anschauungen, die der Mensch auf Erden besaß, sie auch überheblich werden ließ. Allen denen möchte ich zu Hilfe kommen, solange sie noch auf Erden weilen. Ich möchte ihre Gedankengebäude einen argen Stoß versetzen. Ich möchte sie in ein Licht schauen lassen. Ich möchte sie nur einmal dazu bewegen, auch mit der Möglichkeit einer geistigen Welt zu rechnen. Ich möchte ihnen jede Hilfestellung bieten, von dem ebenen Weg, der ziellos ist, auf jeden Pfad zu treten, der nach oben führt. Ich möchte sie nur die Wertlosigkeit aller materiellen Güter einmal erkennen lassen, auf dass sie sich ernstlich mit dem Gedanken an Zweck und Ziel ihres Erdendaseins befassen. Denn gerade diese Menschen sind schwer zu lenken, weil ihnen alles Geistige, jeglicher Glaube an eine andere Welt, an ein Fortleben der Seele nur als Zeichen von Naivität der Mitmenschen erscheint, von der sie selbst frei sein und bleiben wollen. Und jene Menschen werden daher besonders empfindlich von Schicksalsschlägen getroffen, und es wird ihnen die Vergänglichkeit des Irdischen so oft vor Augen geführt, doch auch nur selten mit Erfolg. Aber die Fülle solcher Ereignisse, die auch noch zunehmen wird, soll euch verständlich werden, wenn ihr auch der großen Zahl derer gedenket, die eben jene ungeistige Lebensanschauung haben. Und wenn ich nur einige wenige von ihnen gewinne, wenn nur einige wenige sich anreden lassen von mir durch solche Schicksalsschläge, wenn deren Blickrichtung sich nun wandelt und sie von ihrem bisherigen Denken ablassen, dann habe ich viel erreicht und die Schicksalsschläge waren Segen. Denn bis zum Lebensende eines jeden Menschen ringe ich um dessen Seele, um ihr die endlos lange Zeit im jenseitigen Reich zu ersparen, wo es in ihr lichtlos ist und alle Bemühungen fruchtlos bleiben, die an solchen Seelen unternommen werden.
Was der Mensch auf Erden erreicht, bedeutet einen erheblichen Vorsprung, den die Seele im Jenseits nicht mehr einholen kann. Und da gerade diese Menschen in der Mehrzahl auf Erden sind, ist es verständlich, dass ich zu immer stärkeren Mitteln greifen muss, die ihr gläubig seid, euch nicht erklären könnet, als in meiner Liebe begründet. Ihr aber wisset nicht um die Not jener Seelen, die endlos lange Zeiten währen kann. Ihr wisset nicht, wie wertvoll ein Tag auf Erden ist, an dem ihr bewusst das Ziel anstrebt, und wie viele Tage also völlig nutzlos gelebt werden von jenen, die ich auch gewinnen möchte für mich und mein Reich. Und das schmerzlichste Geschehen kann als größte Gnade gewertet werden, wenn es einem Menschen veranlasst zum bewussten Streben nach dem Ziel. Denn die Erde wird vergehen und nichts wird dem Menschen bleiben, der immer nur sein irdisches Leben gelebt hat. Aber das geistige Reich bleibt bestehen. Nur kann es ewige Zeiten für die Seele zum quälenden Aufenthalt werden, wenn sie sich selbst verschließt, so ihr Licht gebracht wird. Amen. Gottes Segen zu jeglichem Tun. Alle Segnungen müssen von Gott selbst ausgehen, um wirksam zu sein. Und der Segen eines Menschen wird immer nur dann für den Mitmenschen ein Segen sein, wenn Gott angerufen wird, wenn in seinem Namen also dieser Segen erteilt wird. Und darum dürftet ihr Menschen euch auch selbst mit ihm in Verbindung setzen, wollet ihr seines Segens teilhaftig werden. Denn die Bitte, dass Gott gutheißen möge, was ihr euch vornehmt, wird euch auch seine liebevolle Hilfe eintragen in jeder Lebenslage. Wohl hat Gott auf Erden sich Diener auserwählt, die an seiner Statt den Menschen vermitteln sollen, was er selbst ihnen schenken will. Die zu den Menschen reden an seiner Statt, weil er selbst sie nicht anreden kann, ihrer Willensfreiheit wegen. Und auch diese, seine Vertreter, können auf den Mitmenschen den Segen Gottes herabflehen. Die Auswirkungen seines Handelns so zu lenken, dass es dem Menschen zum Heil gereiche. Und dies hat nur Gott allein in seiner Gewalt. Darum kann auch nur Gott allein seinen Segen erteilen und der Mensch nur in seiner Vertretung, also im Namen Gottes. Und darum ist es auch jedem Menschen möglich, sich den Segen Gottes zu erflehen, zu seinem Vorhaben unter Ausschaltung derer, die ein Amt bekleiden, indem sie sich berechtigt fühlen, Segen auszuteilen. Denn es ist vieles nur noch Äußerlichkeit und des inneren Sinnes wird wenig mehr geachtet. Ist ein Mensch innerlich Gott verbunden, so wird er nichts mehr unternehmen, ohne den Segen Gottes zu seinem Tun erfleht zu haben. Und Gottes Segen wird ihm auch gewiss sein. Eine Segenserteilung aber, die zur Form geworden ist, die schematisch ausgeführt wird, die an Gebräuche gebunden ist, wird immer nur eine Form bleiben und wenig Auswirkung an den Menschen haben. Ansonsten vieles die Zustimmung Gottes finden müsste, was niemals dem Willen Gottes entspricht. Denn es werden zum Beispiel auch formelle Eheschließungen gesegnet, zu denen Gott nicht seine Zustimmung geben würde und die er verhindern würde, wenn er nicht den freien Willen der Menschen achtete. Es werden Ehen geschlossen aus weltlichen, materiellen Gründen, die die Bezeichnung Ehe nicht verdienen. Es werden Bindungen eingegangen, die nicht jene Voraussetzung aufzuweisen haben, unter denen eine vor Gott gute Ehe geschlossen werden soll. Der Segen der Kirche aber wird solchen Bindungen nicht vorenthalten. Ob aber Gott selbst eine solche Ehe segnet, bleibt dahingestellt, obgleich nicht immer eine kirchliche Segnung wirkungslos zu bleiben braucht, wenn sowohl der Segnende als auch der den Segen Empfangende
die innige Bindung mit Gott hergestellt haben, also Gott selbst von allen Beteiligten um seinen Segen gebeten wird. Darum ist allein maßgebend eben jene innige Bindung mit Gott, die den Menschen Willen beweist, sich von ihm segnen zu lassen. Gott wird immer bereit sein, alles so zu lenken, dass es dem Menschen zum Heil seiner Seele gereiche. Und er wird auch irdische Geschehen so zu lenken wissen, dass sie dem Menschen Segen eintragen, wenn dieser selbst den Segen Gottes erfleht. Doch ein völlig ungesegnetes Beginnen von Seiten der Menschen wird sich wenig förderlich auswirken, wie ebenso der Segen, der nur Form ist, nicht gewertet werden kann als göttliches Privileg, als Gottes Segen. Immer nur kann das einen Wert haben, was im Geist und in der Wahrheit erbeten und ausgeführt wird, weshalb jedes innige Gebet um Gottes Segen auch erfüllt wird, weil es Gottes Wille ist, dass sich der Mensch innig ihm verbindet und nur aus dieser innigen Verbindung ihm dann auch Segen erwächst. Amen. Gottes Geschenk. Das Liebefünkchen als sein Anteil. Licht und Kraft sind es, die euch mangeln, weil ihr noch unvollkommen seid. Ohne Licht und Kraft aber werdet ihr auch nicht zur Vollkommenheit gelangen, und ihr Menschen würdet hoffnungslos einem elenden Zustand verfallen sein, wenn euch nicht Hilfe gewährt und Licht und Kraft euch vorerst zugeführt würden, die euch dann das Erreichen des Vollkommenheitszustandes ermöglichen. Ihr wisset also zu Beginn eures Erdenlebens nichts über die Zusammenhänge, über den Sinn eures Erdenlebens und eure Aufgabe. Ihr seid völlig ohne Kenntnis. Es fehlt euch das Licht. Und es wird euch dieses zugeführt, dass ihr also unterrichtet werdet über eure Erdenaufgabe. So fehlt euch wiederum die Kraft, eure geistige Vollendung zu erreichen, solange ihr euch nicht Kraft erwerbet, was immer nur durch Liebe wirken geschehen kann. Und zum Erwerben dieser Kraft, also zum Liebe wirken, fehlt euch meist der Wille, weil euer unvollkommener Zustand auch überaus geschwächten Willen bedeutet. So also seid ihr beschaffen zu Beginn eures Ehrenlebens, das euch nur dazu gegeben wurde, euer unvollkommenes Wesen zu gestalten zur Vollkommenheit. Sehr aussichtslos also wäre euer Ehrenleben, wenn euch nicht eines geschenkt worden wäre von der Liebe Gottes, der euch helfen will, wieder zur Vollkommenheit zu gelangen. Ein winziges Fünkchen seines unendlichen Liebegeistes hat er in euch gelegt. Dieses Liebefünkchen ist sein Anteil. Es ist unlösbar mit ihm verbunden. Es ist Geist von seinem Geist, Licht von seinem ewigen Urlicht und Kraft zugleich. Dieses winzige Fünkchen vermag eine Wandlung in euch zu vollbringen, dass jegliche Unvollkommenheit schwindet und ihr als strahlende Lichtwesen diese Erde verlassen könnet. Aber es setzt dies voraus, dass ihr selbst dieses winzige Fünkchen entzündet, dass ihr ihm Nahrung zuführet, damit es sich ausbreiten kann. Es setzt voraus, dass ihr euch von dem göttlichen Liebegeist in euch antreiben lasse zum Liebewirken. Denn das ist seine Tätigkeit, das ist die Hilfe Gottes, dass unentwegt dieser Geistfunke den Menschen von innen heraus zu beeinflussen sucht, liebetätig zu sein, weil die Liebe gleich Licht und Kraft ist, weil durch Liebewirken sowohl die Erkenntnislosigkeit als auch die Kraftlosigkeit schwindet, weil die Liebe allein das Mittel ist, wieder vollkommen zu werden, wie das Wesen war zu Anbeginn. Kein Mensch würde ohne diesen Liebesfünkchen im Erdenleben das Ziel erreichen, denn das Wesen hat im freien Willen jede Liebeanstrahlung Gottes einstens zurückgewiesen und
ist keinerlei rechter Liebe mehr fähig als Erbteil dessen, der Gott als erster seine Liebe kündigte. Der Mensch nun ist das einst gefallene Wesen, das ohne göttliche Liebeanstrahlung bestehen zu können glaubte. Es konnte zwar nicht mehr vergehen, aber der Zustand eines gefallenen Wesens ist ein völlig anderer geworden, als es uranfänglich geschaffen worden war. Denn die Liebe erst ist die belebende Kraft, die dem Wesen eine beglückende Tätigkeit ermöglicht. Und ohne Liebe ist das Wesen tot und verfinsterten Geistes und muss daher auch im höchsten Grade unglückselig sein. Gottes Liebe und Erbarmung aber legte trotz der einstigen Abwehr seiner Liebe jenes Liebefünkchen in das Herz eines jeden Menschen und stellte so eine Verbindung her von sich zu ihm, die aber von Seiten des Menschen nun genützt werden muss, weil auch dieser Liebefunke, das Anteil des göttlichen Geistes, keinen Zwang ausübt auf den Willen des Menschen. Aber dennoch durch leises Drängen eben jenen Willen zu beeinflussen sucht, Liebe zu üben und dadurch nun eine Flamme im Herzen des Menschen auflodern kann, die Licht verbreitet und auch zugleich dem Menschen Kraft vermittelt, sein Wesen zu wandeln. Darum ist es jedem Menschen möglich, sich im Erdenleben Licht und Kraft zu verschaffen. Aber da der freie Wille nicht ausgeschaltet werden darf, hält sich auch der Liebegeist Gottes zurück und zwingt den Menschen nicht, das zu tun, was seine Vollendung bewirkt. Weshalb unzählige Menschen keinen Gebrauch machen von dem großen Gnadengeschenk und darum in Finsternis und Kraftlosigkeit verbleiben, von der nur Liebewirkung die Seele befreien kann. Amen. Wissenschaftliche Forschungen mit Gott oder ohne Gott. Sorget vorerst für die Herstellung der Ordnung in euch, dann werdet ihr eine wunderbare Lösung aller anderen Probleme erfahren. Dann wird sich euch die göttliche Ordnung und Gesetzmäßigkeit enthüllen. Ihr werdet nicht zu forschen brauchen, sondern hell und klar alles überschauen, seien es Schöpfungswerke oder auch Naturgesetze, die euch Anlass geben zu Forschungen und Versuchen jeglicher Art. Die Ordnung in euch erst ist Garantie für rechtes Denken, rechtes Erkennen und wahrheitsgemäße Ergebnisse eures Verstandesdenkens. Ist diese Ordnung in euch selbst noch nicht hergestellt, dann könnt ihr experimentieren, so viel ihr wollt. Ihr rechnet falsch und eine falsche Rechnung zeitigt Fehlerfolge. Das lasset euch gesagt sein, dass ihr als Menschen so lange nicht Naturgesetze erforschen könntet, wie ihr selbst noch außerhalb des Gesetzes ewiger Ordnung steht. Denn so lange wirket ihr in Gemeinschaft mit dem Gegner Gottes, der niemals daran interessiert ist, euch ein Licht zu schenken, sondern euer Denken stets mehr verwirren will. Sein Ziel ist es, die Menschen abzulenken von ihrer eigentlichen Erdenaufgabe. Sein Ziel ist auch, die Schöpfungsprobleme ihnen anders zu enthüllen, um den Glauben an einen Gott und Schöpfer zu zerstören. Und alle, die sich also unterfangen, Schöpfungsgeheimnisse lösen zu wollen und selbst nicht fest und innig Gott verbunden sind, können nur Fehlschlüsse ziehen, weil sie unter dem Einfluss des Gegners stehen, durch ihren eigenen Unglauben. Andererseits aber geht dessen Macht nicht über die Macht Gottes, aber alles beweiset die Nähe des Endes dieser Erde. Denn die Menschen suchen sich nicht nur die Erde, sondern auch das Weltall dienstbar zu machen, und aus dem Weltall wird daher auch die Antwort kommen. Viel werdet ihr Menschen noch erleben, weil alle Kräfte der Hölle am Werk sind in dieser letzten Zeit. Und was ihr für unmöglich haltet, wird durch ihr Einwirken möglich sein. Aber es wird euch nicht zum Segen gereichen, weil nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Gegners den Menschen es eingibt, Versuche anzustellen, die ihre Macht und Stärke beweisen sollen. In keiner Weise wird die geistige Entwicklung gefördert, in keiner Weise wird die göttliche Ordnung hergestellt, die umgestoßen worden ist durch die Menschheit.
die bar jeder Liebe lebt. In keiner Weise sucht die Menschheit zum Frieden zu gelangen. Hass und Herrschsucht allein bestimmen die Handlungen der Menschen und jeder sucht den anderen zu übertrumpfen. Aber niemals im Wirken in Liebe, sondern immer nur im Herausstellen der Macht und des Wissens. Und jeder Gedanke, jegliches Streben gilt nur irdischen Zielen. Und also leben die Menschen außerhalb der göttlichen Ordnung. Und sie können daher auch niemals etwas vollbringen oder erreichen, was sich der göttlichen Ordnung eingliedert. Aber sie überschätzen ihre eigene Kraft. Wenngleich Gott es zulässt, dass sein Gegner sich in einer Weise äußert, die sein schöpferisches Prinzip aufzuheben scheint. Es sind ihm und seinem Wirken Grenzen gesetzt, und so auch die Menschen, die unter seinem Einfluss stehen. Und menschliche Schöpfungen haben keinen Bestand, denn ihre Ursubstanz ist nicht von Gott ausgegangene Liebekraft, sondern vom Gegner Gottes durch den Willen der Menschen gesammelte und falsch gelenkte Kraft. Oder auch missbrauchte Naturkraft, die recht angewendet den Menschen zum Segen sein könnte. Aber niemals kann von rechter Anwendung gesprochen werden, wo nicht zuvor die göttliche Ordnung eingehalten wird, wo die geistige Entwicklung Schaden leidet, wo Gott sein Walten und Wirken nicht anerkannt wird, wo sichtlich der Gegner Gottes sein Wesen treibt und die Menschen ihm willige Diener sind. Denn göttlich-geistiges Streben lässt sich nicht verbergen. Es wird offenbar, wie auch das Wirken des Gegengeistes zu erkennen ist. Amen. Ihr habt die Erde in Besitz nehmen dürfen, um auf ihr auszureifen in eurer kurzen Erdenlebenszeit. Ihr könnet sie euch untertan machen, soweit dies eurem Reifegrad entspricht. Und ihr könnet sie euch dienstbar machen. Denn alles dienet euch zur Erhaltung eures Lebens, wenn ihr es ordnungsgemäß anwendet und euch selbst in das Gesetz ewiger Ordnung einfügt. Die Erde ist eurer Seele zugewiesen worden als Aufenthaltsort zwecks Ausreifens und voller Dankbarkeit solltet ihr nur dieses Gnadengeschenk auswerten. Denn den Erdengang gehen zu müssen, ist zwar nicht leicht, aber von größter Erfolgsmöglichkeit. Und der Mensch kann sie verlassen als wahres Gotteskind, wozu nur die Erde ihm also die Möglichkeit bietet. Aber diese große Gnade wird nicht gewertet. Die Menschen glauben in ihrer Verblendung, dass allein das Leben auf dieser Erde Zweck ihres Daseins ist, und sie richten sich auch dieser Auffassung nach ihr Leben ein. Sie werfen sich wahrlich auf, zu beherrschen diese Erde, doch nicht in dem Sinn, wie ihnen von Gott aus das Recht dazu gegeben wurde, sondern immer nur im Hinblick auf irdische Erfolge, auf Vermehrung ihrer materiellen Güter und Besitznahme aller Dinge, die allgemeingut sind, aber von Einzelnen widerrechtlich sich angeeignet werden. Und diese Einstellung der Menschen führt so weit, dass sie sich bald nicht mehr genügen lassen an der Beherrschung dieser Erde, dass sie sich versteigen in ein Gebiet außerhalb des Schöpfungswerkes, das ihnen zugewiesen wurde von Gott. Aber es ersah auch dieses Vorgehen der Schöpfer des Himmels und der Erde voraus seit Anbeginn. Er hat seinen Heilsplan aufgebaut auf dem freien Willen der Menschen, auf der Willensrichtung, die sie einschlagen. Und dieser Heilsplan wird immer dann ausgeführt werden, wenn der Wille der Menschen dazu Veranlassung gibt. So wie also die Menschenseelen ernstlich in Gefahr sind, ihren Erdenlebenszweck völlig zu vergessen, wenn von einer Entwicklung oder einem Ausreifen der Seelen überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann, dann ist auch der Zweck der Erde verfehlt und Gott beendet eine Epoche der Erlösung, um eine neue zu beginnen, unter anderen Voraussetzungen.
Die Menschen entfernen sich stets mehr von ihrer eigentlichen Zielrichtung. Sie entwerfen Pläne und arbeiten übereifrig an deren Ausführung, die mit einer seelischen Entwicklung nicht das Geringste zu tun haben. Und es lässt diese Einstellung vor allem eines erkennen, dass das herrschen wollende Prinzip stets mehr sich ausbreitet. Also auch, dass der Gegner Gottes sichtlich am Werk ist und die Menschen ihm allzu hörige Diener sind. Denn was die Menschen in der letzten Zeit anstreben, hat keineswegs die Rückkehr zu Gott, die Umwandlung ihres Wesens zum Ziel. Es ist lediglich irdisch-materiell ausgerichtet. Es ist die Sucht nach Macht und Stärke, nach Ehre und Ruhm und Vorrangstellung allzu ersichtlich. Und alles dies bezeugt den Einfluss dessen, der als Gegner Gottes auch die Menschen von ihrer eigentlichen Erdenaufgabe zurückhalten will und der daher ihre Blicke zu lenken sucht auf widergöttliche Vorhaben. Doch Gott hindert die Menschen nicht, aber er sah dies voraus und er setzte der Erlösungsperiode ein Ende in Kenntnis dessen, dass die Erde ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Die Menschen werden noch unglaubliche Beweise ihres verkehrten Denkens und Strebens liefern und sich ihrer Erfolge brüsten, aber sie werden sich nicht lange ihrer erfreuen dürfen. Es hat der Gegner große Macht in der letzten Zeit und diese brauchte er auch ausgiebig. Aber die Menschen brauchten nicht ihm zu verfallen, denn auch ein Übermaß von Gnade steht ihnen zur Verfügung, so dass sie sich frei machen könnten von ihm und seiner Macht. Doch die Menschen selbst verkennen ihren Erdenlebenszweck. Die Menschen selbst lassen sich gern blenden und sie müssen daher auch die Folgen tragen, wenn das Ende gekommen ist. Amen. Aufgabe der Streiter Christi. Führet den Kampf mit allem Eifer gegen Irrtum und Lüge. Wisset, dass ich euch zu meinen Streitern erwählt habe, denen ich den Auftrag gebe, mit dem Schwert des Mundes zu kämpfen für mich und mein Reich. Ich will nicht, dass ihr Menschen gegeneinander vorgeht und euch leiblichen Schaden zufügt. Ich will nicht, dass der Starke seine Stärke missbrauchet gegen den Schwachen. Ich will keinen Kampf um irdisches Besitzes willen, aber einen Kampf solltet ihr führen, der gerecht ist. Den Kampf gegen die Unwahrheit, gegen ihr Lehren, so wie sie mich selbst und mein Reich betreffen, das nicht von dieser Welt ist. Denn die ihr Lehren sind es, die es verhindern, dass die Menschen Liebe zu mir empfinden, und die ihr Lehren haben meinem Gegner viele Seelen zugeführt. Die Irrlehren gingen aber auch vom Gegner aus, und darum schon solltet ihr sie bekämpfen, wenn ihr mir dienen wollet, wo immer ihr erkennet, dass das Denken der Menschen falsch geleitet ist, solltet ihr aufklärend tätig sein und die Wahrheit den Lehren entgegensetzen, die von jenen vertreten werden. Denn nur die Wahrheit vermag Licht zu geben, nur die Wahrheit kann die seelische Entwicklung fördern, während Unwahrheit die Hülle der Seele stets dichter werden lässt. Und der Mensch im Dunkel dahingeht, in Erkenntnislosigkeit und falsch gelenkten Gedanken. Ich leite die reine Wahrheit zur Erde. Ihr, die ihr sie empfanget, solltet sie weitergeben und euch nicht fürchten, Anstoß zu erregen. Aber Kämpfe werdet ihr zu bestehen haben, denn mein Gegner wird euch Kämpfe liefern. Er wird auch seine Streiter euch entgegensetzen, denen ihr nun aber standhalten solltet und es auch könnt, weil eure Waffe scharf ist, weil eure Waffe die Wahrheit ist, die niemand zu widerlegen vermag, so wie ihr in meinem Namen redet und mir dadurch die Möglichkeit gebet, selbst durch euch zu reden. Und meine Klinge wird wahrlich niemand abwehren können. Sie wird treffen und den Gegner kampfunfähig machen.
Und gerade in der Endzeit werden so viele Meinungen zutage treten, es werden sich viele berufen glauben, eintreten zu müssen für die Wahrheit und doch eifrig Lüge und Irrtum verfechten, weil dies des Gegners List ist, göttliches Wirken vorzutäuschen, wo Menschenwerk unverkennbar ist, und weil es versäumt wurde, den Weg zu mir direkt zu nehmen, mit Fragen, die auch in ihnen laut wurden anfangs, die ihnen sicher von mir aus wahrheitsgemäß beantwortet wären. Und so werden sie nun sich euch als Gegner erweisen. Sie werden die reine Wahrheit aus mir angreifen und zu entkräften suchen im Einfluss dessen, der ein Feind der Wahrheit ist. Und dann ist euer Gegenschlag erforderlich, dann solltet ihr nur still euch meine Hilfe erbitten, und ihr könnt unbesorgt den Kampf aufnehmen, und ihr werdet daraus als Sieger hervorgehen. Mein Wort hat wahrlich eine große Kraft, und lasset ihr mich selbst durch euch reden, so führet ihr sicher eine gute Klinge, und es wird der Gegner geschwächt sich zurückziehen müssen. Die Wahrheit wird siegen. Darum schweiget nicht ängstlich, wo ein Reden angebracht ist, sondern kämpft mit dem Schwert des Mundes, weil ich selbst euch dazu den Auftrag gebe, in Erkenntnis des großen geistigen Elends, das Folge des Irrtums und der Lüge ist. Nur die Wahrheit kann diese Not bannen. Nur die Wahrheit bringt den Menschen Licht. Und im Licht müssen sie wandeln. Wollen sie den rechten Weg gehen, der zum Ziel führt, der aber niemals im Dunkel der Nacht gefunden werden kann. Amen. Kein Saatgut geht verloren, jenseits. Es ist ein gesegnetes Beginnen, den Seelen Hilfe bringen zu wollen in ihrer Not. Und darum wird es auch niemals ohne Erfolg bleiben, selbst wenn ein solcher nicht gleich erkennbar ist. Wem es nur möglich ist, einmal eine Seele anzusprechen, so bleibt davon auch etwas hängen, auch wenn es erst später ihr in Erinnerung kommt. Da aber ihr Wille jederzeit geachtet werden muss, braucht manche Seele längere Zeit, ehe sie zur Selbstbesinnung kommt. Und sie kann auch von der Erde scheiden, ohne die Gnadengabe ausgenützt zu haben, die ihr auf Erden geboten wurde. Aber auch dann noch kann ihr die Erinnerung kommen an eure Worte, weil es geistiges Gut ist, das unvergänglich ist und das darum auch noch im jenseitigen Reich auf die Seele einwirken kann. Vorausgesetzt immer, dass sie nicht in harter Abwehr steht und also ganz verfinsterten Geistes ist. Darum solltet ihr niemals glauben, dass eure Bemühungen ganz erfolglos sind. Ihr wisset nicht um die Kraft des Wortes, das von mir seinen Ausgang genommen hat und das seine Wirkung niemals verliert, wenn der Widerstand aufgegeben ist. Darum gilt es vorerst, jenen Widerstand einer Seele zu brechen, der die Krafteinwirkung meines Wortes verhindert. Also muss auf Erden einmal mein Wort in Liebe einem Menschen dargeboten werden, weil die Liebe den Widerstand des Menschen brechen kann. Und zum anderen Mal muss den Seelen im Jenseits liebende Fürbitte zugewendet werden, die ebenfalls ihren einstigen Widerstand zu brechen vermag. Dann aber erfahren sie auch die Kraftwirkung meines Wortes. Dann werden diese plötzlich wieder in ihnen ertönen, so wie ihr sie ihnen dargeboten habt auf Erden. Und dann werden sie gern und dankbar aufgenommen und ihnen verständlich werden. Ihr könntet also viel Saatgut ausstreuen, das einmal auch aufgehen wird, selbst wenn euch jetzt eure Mühe vergeblich erscheint. Mein Wort geht nicht verloren, wenn es einmal mir entströmt und den Weg zu einem Herzen gefunden hat. Es kann endlos lange in steinigem Boden ruhen, um aber einmal doch Wurzel zu schlagen,
So unglaublich euch das auch klingen mag, aber es ist ausgeströmte Liebekraft aus mir, die niemals an Wirkung verliert, nur innehält in ihrer Wirksamkeit, wo sie auf Widerstand stößt. Da einmal aber jedes Wesen den Widerstand aufgeben wird, kommt auch mit Sicherheit die Zeit, wo das von mir ihr zugetragene Wort zu wirken beginnt. Und erwacht im Jenseits eine Seele zum Leben, gibt sie ihren Widerstand auf und folgt den Belehrungen und Ratschlägen der geistigen Freunde. Dann steht auch in ihr alles auf, was ihr auf Erden an geistiger Speise angeboten wurde, die von mir selbst durch meine Diener ihr zugetragen worden ist. Dann beginnt es in ihr hell zu werden und dann erkennt sie auch ihre große Schuld, das Wort verschmäht zu haben. Denn sie erkennt, dass sie auf Erden weit mehr erreichen konnte und das Wort selbst, das sie einst zurückwies, richtete sie. Ihre Reue ist groß und dennoch kann sie dem elenden Zustand entrinnen und nun auch aufwärts steigen, wenngleich sie niemals das Ziel mehr erreichen kann, das ihr auf Erden möglich war. Was von mir seinen Ausgang genommen hat, kann ewiglich nicht mehr vergehen. Die Wirkung dessen aber ist an die Zeit der Aufgabe des Widerstandes gebunden. Es kann bald wirksam werden und der Seele zu ungeahnter Seligkeit verhelfen. Es kann aber auch endlose Zeiten dauern, bis seine Wirksamkeit zugelassen wird. Aber es geht nicht verloren. Und dieses Wissen soll euch, meine Diener, anspornen zu eifriger Tätigkeit. Ihr solltet das Saatgut, das euch zur Verfügung steht, überall hin verstreuen. Ihr solltet mein Wort hintragen, wo nur sich eine Gelegenheit bietet. Nur an den Satansdienern solltet ihr vorübergehen, weil ihr dann vergebliche Arbeit leisten würdet. Denn deren Bemühungen ist, mir entgegenzuwirken. Sie stehen im offenen Kampf gegen mich und sie werden auch euch angreifen und anfeinden, weshalb ihr euch abwenden solltet von denen, die offensichtlich meinem Gegner angehörig sind. Denn diese werdet ihr erkennen, denn sie verbergen nicht ihr Antlitz, wenn es gilt, gegen das Licht vorzugehen, das aus der Höhe zur Erde herabgestrahlt wird. Amen. Rechtes Nützen der Lebenskraft. Endlos weit hattet ihr euch von mir entfernt, und endlos lang ist daher auch euer Rückweg zu mir, denn ihr müsstet den Weg genauso wieder aufwärts gehen, wie ihr ihn nach unten unternommen hattet. Ihr müsstet Schritt für Schritt euch wieder aufwärts entwickeln, wie ihr einstens euch rückschrittlich gestaltet habt im freien Willen. Und dies erfordert Innehaltung eines Heilsplans. Es erfordert ein sich wieder einfügen in die ewige Ordnung, aus der ihr durch euren Fall herausgetreten waren. Um es einfach zu sagen, Liebe war euer Urwesen. Ihr wandeltet es zur Lieblosigkeit und müsstet nun wieder die Umwandlung zur Liebe vollbringen, was darum endlos lange Zeit erforderte, weil ihr zu dieser Umwandlung keine Kraft mehr besaßet. Wenn ihr dieses wisset, so wird euch auch die ungeheure Bedeutung eures Erdenlebens als Mensch bewusst, indem ihr wieder über ein Maß von Kraft verfügt im Vergleich zur endlos langen Zeit zuvor, wo euch diese Kraft mangelte. Diese Lebenskraft also befähigt euch zu eurer Wesenswandlung, wenn ihr sie nur recht verwertet. Aber ihr könnt sie auch missbrauchen, ihr könnt sie ganz verkehrt nützen. Und dann habt ihr die große und letzte Möglichkeit ungenützt gelassen, den Rückweg zu mir zu gehen. Im Erdenleben also könntet ihr mit Leichtigkeit wieder die Rückwandlung zu eurem Urwesen vollziehen, weil ihr nur eure Lebenskraft zu nützen brauchet, zum Wirken in Liebe.
Dann legt ihr Schritt für Schritt die letzte kurze Wegstrecke zurück und kehret heim zu mir in euer Vaterhaus. Dies ist Zweck und Ziel meines Heilsplans der Liebe, euch wieder die Seligkeit schenken zu können, die ihr genießen durftet zu Anbeginn. Doch durch euren Sturz zur Tiefe habt ihr jegliches Wissen darum verloren. Und ob es euch auch zugetragen wird, es fehlen euch die Beweise. Und darum nehmet ihr es nicht ernst und strebt nicht das Ziel eures Erdenlebens an. Aber nur die Annäherung an mich bringt euch die Seligkeit zurück, während die Entfernung von mir für euch ein unseliger Zustand ist und bleibt. Und so solltet ihr euch nur fragen, ob ihr dann selig seid. Und ihr solltet euch die Frage wahrheitsgemäß beantworten. Ihr solltet euch fragen, ob unter Seligkeit sowohl die Güter zu verstehen sind, die euch die Welt bietet, ob sie euch wunschlos glücklich machen, ob ihr sie euch erzwingen können und ob sie Bestand haben und euch dauerndes Glück schenken. Wenn ihr ehrlich seid, müsstet ihr euch alle diese Fragen verneinen, selbst wenn ihr zeitweilig glaubet, euch selbst Freuden und Genüsse schaffen zu können. Ihr wisset aber, dass täglich und stündlich euch genommen werden kann, was ihr liebet, dass euch keine Garantie geboten ist, der Welt Güter und Freuden dauerhaft besitzen zu dürfen. Ihr wisset, dass es nur Scheingüter sind, die ihr anstrebt und die euch beglücken, und dass ihr nicht von einer Seligkeit sprechen könntet, die ewig wäre. Aber gerade diese Seligkeit soll euer Ziel sein, denn diese will ich euch schenken, wenn ihr wieder zu mir zurückgekehrt seid nach jener endlos langen Zeit der Entfernung von mir. Und jene ernsthaften Fragen also sollten euch veranlassen zur rechten Nützung eurer Lebenskraft, die ein unerhörtes Gnadengeschenk ist von mir, weil ihr sie einstmals zurückgewiesen habt. Wie reich kann euch diese Lebenskraft machen? Wie leicht könnte es euch fallen, liebe Werke zu verrichten, eben weil ihr über Lebenskraft verfügt. Doch auch über den freien Willen verfügt ihr im Erdenleben als Mensch. Und dieser also bestimmt, ob ihr aufwärts schreitet oder zurückfallet zur Tiefe. Und ob auch meine Liebe euch mit Gnaden reich bedenket, ob ich euch auch alle Möglichkeiten schaffe und euch den Weg aufzeige, der zurückführt zu mir. Euren Willen zwinge ich nicht, weil ihr sonst ewig nicht zur Vollendung gelangen könntet. Nur stelle ich euch fortgesetzt die große Verantwortung vor Augen, die das Erdenleben als Mensch für euch bedeutet. Und ich lasse nicht nach, euch darüber in Kenntnis zu setzen, was ihr waret und was ihr seid und was ihr wieder werden sollet. Und könnt ihr auch ohne Beweis daran glauben, dann werdet ihr auch verantwortungsbewusst leben auf Erden. Dann werdet ihr die Entfernung zwischen uns stets mehr zu verringern suchen. Und ich werde euch helfen, so wie ihr selbst es wollet, dass ihr heimkehret in euer Vaterhaus. Amen. Öffnen der Herzenstür, Abendmahl. Wer seine Tür schließet und mir den Eingang verwehret, der wird darben müssen, denn ich allein kann ihm das bringen, was seiner Seele bedarf. Ihr Menschen glaubet, euch aller Orten versorgen zu können mit Speise und Trank, mit der Nahrung für eure Seele, und ihr denket nicht daran, dass nur ich der Seele die rechte Nahrung verabreichen kann und dass ihr, wohin ihr auch immer gehen möget, immer mich selbst darum angehen müsstet, also eure Herzenstür öffnen müsstet, damit ich selbst eintreten kann, um euch zu speisen. Und wenn ihr nun mich selbst darum angeht, ist es auch gleich, wo ihr diese Bitte an mich richtet, denn ich werde euch immer hören und zu euch kommen, wo ihr auch mich anrufet.
Es ist nicht so, dass ich Speise und Trank irgendwo ausgelagert habe, damit ihr euch nun versorgen könntet, ohne in Verbindung mit mir selbst zu treten. Nur aus meiner Hand werdet ihr empfangen können die rechte Speise und den rechten Trank, an dem eure Seele gesunden und sich stärken kann für den Pilgerweg zur Heimat. Und darum muss ich selbst eintreten können zu euch. Ihr müsstet mir bereitwillig die Tür öffnen und nun auch mit mir zusammen das Abendmahl halten, weil ich selbst euch speisen will, weil ich selbst jedem Einzelnen die Nahrung darreiche, die er braucht für die Gesundung seiner Seele. Ich klopfe nur an eure Herzenstür. Ihr selbst aber müsstet sie auftun und mich einlassen in euer Herz. Was also nützet es euch, wenn ihr euch an einer Speise sättigt, die nicht ich selbst für euch bereitet habe? Ihr werdet dann euch wohl füllen, aber der Speise nicht die Stoffe entnehmen können, die eure Seele benötigt zum Aufbau. Sie wird tot bleiben oder geschwächt. Sie wird Hunger und Durst empfinden und es wird ihr keine Hilfe gebracht in der Not. Und dies ist das Los der Seelen derer, die eifrig bemüht sind, in Gottes Wort einzudringen, die sich ständig mit dem Wort Gottes beschäftigen und nur ihren Verstand damit beschweren, die auf dem Wege des Studiums den Sinn des göttlichen Wortes zu ergründen suchen und deren Seelen dabei leer ausgehen. Sie glauben also, ihre Seele zu nähren, und doch nimmt nur ihr Verstand etwas auf, was sie als Brot des Himmels bezeichnen, das sie nun wieder austeilen wollen an ihre Mitmenschen. Sie selbst werden leer ausgehen, ihre Seelen werden darben, und auch ihre Mitmenschen werden nichts empfangen können für ihre Seelen, wenn nicht zuvor die innige Bindung mit mir hergestellt wird und ich angegangen werde, sie zu speisen. Wenn nicht zuvor die Tür geöffnet würde, dass ich zu ihnen eingehen kann, um ihnen das Abendmahl zu reichen. Alle meine Worte hatten einen geistigen Sinn, dessen aber von den Menschen nicht mehr geachtet wird. Und wenn ich zu meinen Jüngern gesagt habe, nehmet hin und esset, nehmet hin und trinket, tue dies zu meinem Gedächtnis, so waren auch dieser Worte geistiger Sinn immer nur die direkte Bindung mit mir, dass sie meiner gedenken sollten, so wie sie Speise und Trank entgegennehmen, die ihrer Seele zur Nahrung dienet. Die Darbietung von Brot und Wein allein nütze der Seele ebenso wenig wie das Lesen und Hören des göttlichen Wortes, wenn nicht zuvor innig meiner gedacht wird und also gleichsam die Speisung der Seele durch mich selbst geschieht. Und es genügen auch nicht nur leere Worte, um mich selbst heranzurufen. Es muss ein Ruf im Geist und in der Wahrheit sein. Die Herzenstür muss mir geöffnet und ich zur Einkehr gebeten werden. Und ich werde wahrlich austeilen an Speise und Trank, was jede Seele benötigt. Das Öffnen der Tür also ist gleich der freiwilligen Zuwendung zu mir, des Verlangens nach Zusammenschluss mit mir und der Bitte um Zuwendung von Gnadengaben. Es ist das Eingeständnis der Schwäche und der Bedürftigkeit der Seele, die von mir selbst gelabt werden möchte. Und durch eine solche geöffnete Tür werde ich wahrlich eingehen in das Herz. Ich werde der Seele verabreichen Speise und Trank, und sie wird gesunden, sie wird reifen. Sie wird zum Leben kommen, das sie nun auch ewig nicht mehr verlieren kann. Amen.